Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss. Ja, es hat keine Bezeichnung, es ist ein kleines Schloss. Der Kunde sagt, das ist ein holländisches Schloss. Und das hat einen Schlüssel mit Zuhaltung drin. Und der Kunde möchte ganz gerne, dass es umgebaut wird auf PZ. Das heißt also, er möchte ganz gerne einen Zylinder dafür benutzen. Das heißt also sowas hier, ich habe jetzt hier was mit Knauf, aber hier kommt ja nicht ein Schlüssel rein, sowas möchte er hier eingebaut haben. Das sind natürlich jetzt hier Dimensionen, ist mit unseren Schlössern irgendwie gar nicht zu vergleichen. Ich zeige mal von uns ein Schloss, das sieht also so aus hier, mit so einem Riegel dran. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, und bei diesem Schloss ist das so, möchte ich es gerne auf PZ gemacht haben. Das heißt also, wenn ich das einbauen würde, wir gucken uns das gleich mal an, würde das ungefähr so in dieser Position sein. Und da habe ich schon also Schwierigkeiten mit dem Beschlag einmal, der dann noch zu ist. Den kann ich nachher nicht mehr befestigen, weil an den Positionen, wo ich den Beschlag befestige, würde also diese Schraube sein. Und ja, da habe ich schon mal das erste Problem. Also ist es so, dass ich diesen hier nicht einbauen kann. Das nächste Problem ist eben halt diese Bauhöhe, die ich hier habe. Und das sind hier 9,5 mm, sage ich jetzt mal. 9,6, 9,5, 9,5 mm. Ich mache das jetzt mal eben auf das Schloss. Die Schrauben habe ich schon rausgenommen. So sieht das Schloss von innen aus. Und wenn ich das jetzt hier mal eben messe, dann habe ich hier, ich muss dieses Maß nehmen, habe ich hier eine Bauhöhe von 8 mm. Ein bisschen mehr. Also da habe ich schon ein Problem. Kann man das trotzdem auf PZ umbauen? PZ nicht, aber auf einen Zylinder mit einem Schlüssel. Also mit so einem Schlüssel kann man das umbauen. Die Frage erstmal so nicht. Nein, man könnte sonst vielleicht sowas hier einbauen. Das ist eine Art Ovalzylinder. Den könnte man hier unter Umständen reinbekommen. Da habe ich eine Bauhöhe. Ja, ich habe hier auch eine Bauhöhe von 9 mm. Das würde heißen, man müsste dann, wenn das nicht funktionierte, müsste man den Schließzylinder an der Position hier diese Schließnase runterfeilen. Dann ist es so, dass ich wahrscheinlich da wieder auch Probleme bekomme. Ich müsste wahrscheinlich dann hier diesen unteren Steg rausnehmen. Der müsste komplett weg, um das reinzusetzen. Aber dann könnte ich hier hinten nichts reinbauen, dass ich was habe, dass der Zylinder nicht wackelt. Da muss so ein kleines Blech rein. Eigentlich. Ja, jetzt nehmen wir das einfach mal eben hier auseinander. Eins, zwei, kleines Plättchen. Drei, kleines Plättchen. Und vier. Ja, würde das gehen? Also vom Weg her könnte das passen. Jetzt müsste ich nochmal gucken, ob dieses Teil hier magnetisch ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne, es ist nicht magnetisch. Das heißt, das ist irgendeine Legierung. Und da habe ich jetzt das Problem, wenn. Ja, man muss das genau einpassen hier. Man muss da wirklich ganz genau arbeiten, weil ich kann hier kein Material mehr aufschweißen. In vielen Fällen ist das so, dass ich Material hier aufschweiße, wenn das mit diesem Schließweg hier nicht hinkommt und der läuft leer. Also mein Problem ist, wenn er jetzt also nur bis dann nachher schließt, kriege ich hier schlecht Material rauf. Ich müsste das dann praktisch treiben. Getrieben wird das mit so einem Dorn. Treibe ich das, das wird hier aufgesetzt, der Dorn. Dann schlägt man hier mit dem Hammer drauf und treibt das Material praktisch in diese Richtung. Das kann ich aber auch nur einmal machen. Und dann ist vorbei. Ja, ich müsste jetzt mit dem Kunden sprechen, ob er das wirklich haben möchte. Das Risiko liegt dann jetzt aber so ein bisschen auf seiner Seite.
Denn es kann auch sein, dass ich das verhaue. Und ja, dann habe ich das Problem, ich muss ein neues Schloss besorgen. Ja, das ist das Risiko so ein bisschen. Ja, muss ich sehen, was der Kunde sagt. Das ist das, was ich nochmal erklären möchte. Das ist bei diesem hier schwierig. Ich habe das noch nicht bei so einem Schloss gemacht und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, obwohl ich eben halt meine Erfahrung habe. Sage ich aber trotzdem nicht einfach, ich mach das und nachher geht das alles nicht und das Schloss ist hin. Und definitiv ist es so, dass ich diesen Steg hier rausnehmen muss. Weil ich muss hier, genau da wo der Steg ist, danach ein Loch bohren, um praktisch eine Schraube, die hier reinkommt, die Stulpschraube zu befestigen. Und das ist eine 5 mm Schraube. Dennoch kann es sein nachher, dass das nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das heißt also, wenn ich arbeite, arbeite ich immer so, dass ich da selber mit zufrieden bin. Das heißt, es ist mein Teil. Ich mache das für mich selber, für mein Zuhause. Und das muss dann dementsprechend, sage ich jetzt mal, auch wirklich 100% sein. Und wenn das nicht 100% ist, dann bin ich unzufrieden und dann bin ich nicht sehr glücklich mit meiner Arbeit. Ja, ich muss mit dem Kunden reden. Das ist sein Risiko. Also ich würde das schon hinkriegen. Das würde Probleme machen. Ja, das ist natürlich hier auch ein Kostenfaktor. Also ich werde da garantiert. Ja, falsch. So, ich werde hier garantiert 2 Stunden dran sitzen. Und dann kann das mal eben locker ein bisschen Geld kosten. So, sowas kläre ich aber eben halt ab. Deswegen mache ich auch das Video für den Kunden, damit er sich das nochmal eben ansehen kann, das selber entscheiden kann. Ja, diese Zuhaltung, die hier drin sind, die muss ich nachher auch wieder alle reinsetzen. Das haben die auch niedlich gemacht. Nicht alle anderen gehen darunter und nur die eine läuft dagegen. Ja, okay. Das war es mal von meiner Seite aus. Rücksprache mit Kunden halten, ob das gemacht werden soll. Deckel mache ich wieder drauf. So, Schrauben setze ich da gleich wieder rein. Und ja, dann wir werden sehen. Ich werde darüber noch vielleicht ein Video machen. Nein, ich werde auf alle Fälle ein Video darüber machen, wenn es gemacht werden soll. Wenn es nicht gemacht werden soll, dann ist das ein bisschen heikel. Es sei denn, der Kunde übernimmt das Risiko und sagt, okay, Schlosser macht das fertig. Und ich vertraue dir und ich denke mal, das kriegst du hin. Ich meine, ich krieg das schon hin. Aber wie gesagt, wenn es nachher Probleme gibt und das Schloss ist zerschrotet, habe ich ein Problem. Okay, das war's von meiner Seite aus erstmal und ich freue mich dann auf mein nächstes Projekt. Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss. Ja, es hat keine Bezeichnung, es ist ein kleines Schloss. Der Kunde sagt, das ist ein holländisches Schloss. Und das hat einen Schlüssel mit Zuhaltung drin. Und der Kunde möchte ganz gerne, dass es umgebaut wird auf PZ. Das heißt also, er möchte ganz gerne einen Zylinder dafür benutzen. Das heißt also sowas hier. Ich habe jetzt hier was mit Knauf, aber hier kommt ja nicht ein Schlüssel rein. Sowas möchte er hier eingebaut haben. Das sind natürlich jetzt hier Dimensionen. Ist mit unseren Schlössern irgendwie gar nicht zu vergleichen. Ich zeige mal von uns ein Schloss. Das sieht also so aus hier mit so einem Riegel dran. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Ja, und bei diesem Schloss ist das so, möchte ich es gerne auf PZ gemacht haben. Das heißt also, wenn ich das einbauen würde, wir gucken uns das gleich mal an, würde das ungefähr so in dieser Position sein. Und da habe ich schon also Schwierigkeiten mit dem Beschlag einmal, der dann noch zu ist. Den kann ich nachher nicht mehr befestigen, weil an den Positionen, wo ich den Beschlag befestige, würde also diese Schraube sein. Und ja, da habe ich schon mal das erste Problem. Also ist es so, dass ich diesen hier nicht einbauen kann. Das nächste Problem ist eben halt diese Bauhöhe, die ich hier habe. Und das sind hier 9,5 mm, sage ich jetzt mal. 9,6, 9,5, 9,5 mm. Ich mache das jetzt mal eben auf das Schloss. Die Schrauben habe ich schon rausgenommen. So sieht das Schloss von innen aus. Und wenn ich das jetzt hier mal eben messe, dann habe ich hier, ich muss dieses Maß nehmen, habe ich hier eine Bauhöhe von 8 mm. Ein bisschen mehr. Also da habe ich schon ein Problem. Kann man das trotzdem auf PZ umbauen? PZ nicht, aber auf einem Zylinder mit einem Schlüssel. Also mit so einem Schlüssel kann man das umbauen. Die Frage erstmal so nicht. Nein, man könnte sonst vielleicht sowas hier einbauen. Das ist eine Art Ovalzylinder. Den könnte man hier unter Umständen reinbekommen. Da habe ich eine Bauhöhe. Ja, ich habe hier auch eine Bauhöhe von 9 mm. Das würde heißen, man müsste dann, wenn das nicht funktionierte, müsste man den Schließzylinder an der Position hier, diese Schließnase, runterfeilen. Dann ist es so, dass ich wahrscheinlich da wieder auch Probleme bekomme. Ich müsste wahrscheinlich dann hier diesen unteren Steg rausnehmen. Der müsste komplett weg, um das reinzusetzen. Aber dann könnte ich hier hinten nichts reinbauen, dass ich was habe, dass der Zylinder nicht wackelt. Da muss so ein kleines Blech rein. Eigentlich. Ja, jetzt nehmen wir das einfach mal eben hier auseinander. Eins, zwei, kleines Plättchen. Drei, kleines Plättchen. Und vier. Ja, würde das gehen? Also vom Weg her könnte das passen. Jetzt müsste ich nochmal gucken, ob dieses Teil hier magnetisch ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, es ist nicht magnetisch. Das heißt, das ist irgendeine Legierung. Und da habe ich jetzt das Problem, wenn. Ja, man muss das genau einpassen hier. Man muss da wirklich ganz genau arbeiten, weil ich kann hier kein Material mehr aufschweißen. In vielen Fällen ist das so, dass ich Material hier aufschweiße, wenn das mit diesem Schließweg hier nicht hinkommt und der läuft leer. Also mein Problem ist, wenn er jetzt also nur bis dann nachher schließt, kriege ich hier schlecht Material rauf. Ich müsste das dann praktisch treiben. Getrieben wird das mit so einem Dorn. Treibe ich das, wird hier aufgesetzt, der Dorn. Dann schlägt man hier mit dem Hammer drauf und treibt das Material praktisch in diese Richtung. Das kann ich aber auch nur einmal machen. Und dann ist vorbei. Ja, ich muss jetzt mit dem Kunden sprechen, ob er das wirklich haben möchte. Das Risiko liegt dann jetzt aber so ein bisschen auf seiner Seite. Denn es kann auch sein, dass ich das verhaue. Und ja, dann habe ich das Problem, ich muss ein neues Schloss besorgen. Ja, dass das Risiko so ein bisschen. Ja, muss ich sehen, was der Kunde sagt. Das ist das, was ich nochmal erklären möchte. Ist bei diesem hier schwierig. Ich habe das noch nicht bei so einem Schloss gemacht und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, obwohl ich eben halt meine Erfahrung habe. Sage ich aber trotzdem nicht einfach, mach das und nachher geht das alles nicht und das Schloss ist hin. Und definitiv ist es so, dass ich diesen Steg hier rausnehmen muss. Weil ich muss hier, genau da, wo der Steg ist, danach ein Loch bohren, um praktisch eine Schraube, die hier reinkommt, die Stulpschraube zu befestigen. Und das ist eine 5 mm Schraube.
Dennoch kann es sein nachher, dass das nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das heißt also, wenn ich arbeite, arbeite ich immer so, dass ich da selber mit zufrieden bin. Das heißt, es ist mein Teil. Ich mache das für mich selber, für mein Zuhause. Und das muss dann dementsprechend, sage ich jetzt mal, auch wirklich 100% sein. Und wenn das nicht 100% ist, dann bin ich unzufrieden und dann habe ich, ja, bin ich nicht sehr glücklich mit meiner Arbeit. Ja, ich muss mit dem Kunden reden. Das ist sein Risiko. Also ich würde das schon hinkriegen. Das würde Probleme machen. Das ist natürlich hier auch ein Kostenfaktor. Also ich werde da garantiert. Ja, falsch. So, ich werde hier garantiert 2 Stunden dran sitzen. Und dann kann das mal eben locker ein bisschen Geld kosten. So, sowas kläre ich aber eben halt ab. Deswegen mache ich auch das Video für den Kunden, damit er sich das nochmal eben ansehen kann, das selber entscheiden kann. Ja, diese Zuhaltung, die hier drin sind, die muss ich noch auch wieder alle reinsetzen. Das haben die auch niedlich gemacht. Nicht alle anderen gehen darunter und nur die eine läuft dagegen. Ja, okay, das war es jetzt mal von meiner Seite aus. Rücksprache mit Kunden halten, ob das gemacht werden soll. Deckel mache ich wieder drauf. So, Schrauben setze ich da gleich wieder rein. Und ja, dann wir werden sehen. Ich werde darüber noch vielleicht ein Video machen. Nein, ich werde auf alle Fälle ein Video darüber machen, wenn es gemacht werden soll. Wenn es nicht gemacht werden soll, dann ist das ein bisschen heikel. Es sei denn, der Kunde übernimmt das Risiko und sagt, okay, Schlosser macht das fertig. Und ich vertraue dir und ich denke mal, das kriegst du hin. Ich meine, ich kriege das schon hin. Aber wie gesagt, wenn es nachher Probleme gibt und das Schloss ist zerschrotet, habe ich ein Problem. Okay, das war's von meiner Seite aus erstmal und ich freue mich dann auf mein nächstes Projekt.